3 Minuten länger gebraucht. Ja, das ist mal von der Zeit mal abgesehen. Ich bin zurück. Nach einer langen und gefährlichen Reise. So, ihr seid unnötig. Können wir noch mal in das Buch gehen? Können wir jetzt? Achso, du willst noch einmal ins Kampagnenmenü. Fand er heraus, wie man diese roten Risse erschafft. Ja. Ich möchte gucken, wo der Ritter geblieben ist. Ja, ist okay. Wenn ich den gekauft habe, dann will ich den auch benutzen. Ritter. Ah ja, nur Kriegsszenario. Ficker. Jo, fertig? Nee, ich sag Bescheid, wenn fertig. Achso. Ich habe 9. Ich könnte den Säuregasier verbessern. Ja, aber hast du ihn gerade genutzt? Ja. Echt? Okay. Also ich habe im Kern aktuell nur in der Runde gerade nur Barrikaden und Schwefelfallen gebaut. Nichts anderes. Gar nichts anderes. Weil die Barrikaden waren mit in der Kombi, also um ein so ein Ding zu bauen, kostet mich halt instant 1800, ne? Und gerade das vorne dicht zu machen, das hat halt gut Geld gekostet. Was wir jetzt am Ende hatten ist, du hast ja dann am Ende noch auf die andere Seite die Sprungfederfallen gebaut. Auf der Seite hatte ich dann aber noch, habe ich die Verengung aber nicht gehabt. Das war echt knapp mit den Bogenschützen. Also die Bogenschützen hinten regeln nicht so gut, habe ich gerade gedacht. Entweder so weit, aber wir haben jetzt das Kolosseum ausgewählt. Ne? Ja. Müsste ich bereit erklären noch, genau. Ich bin bereit. Bereit erklärt. Oder wir müssten die Bogenschützen anders hinten hinbauen, aber eins nach dem anderen. Nach einer langen und gefährlichen Reise zu den Ordensarchiven weiß ich, Borwick ist noch am Leben und sowas wie ein Superbösewicht. Und nachdem er verbannt worden war, fand er heraus, wie man diese roten Risse erschaffen und die Orks befehligen kann. Ja, das stimmt. Ich wusste, dass dieser Typ was im Schilde führen würde. Aber hey, Kerz. Gute Arbeit, um zusammenzufassen, was immer die Zauberin sagen wollte. Danke. Ich meine, ich lese viel. Das Ganze lag aber ziemlich auf der Hand. Habe ich nicht recht? Genau wie im Training. Ne? Irgendwie so? Genau, wo ich sie wollte. Ahnung. Kriegen wir schon irgendwie hin. Also ich baue im Grunde genommen jetzt das gleiche nochmal, ne? Ja, mach das. Ich mache dann auf einer Seite keine Schleuderfallen mehr. Kannst auch machen, dafür habe ich noch eine Idee. Vielleicht. Wir gucken mal. Sie haben ein Tor. Weil dann baue ich einfach auf beide Fallen, auf beide Seiten. Da kommen sie. Ja, einfach auf beide Seiten ein so ein Ding und dann ist das ja gut. Lass das doch mal. Ja, ich bin doch hier am Bauen, Freundchen. Was soll denn das? Dafür haben wir zusätzliche Anerkennung verdient. Also dicht gemacht habe ich jetzt hier vorne. Ich habe halt nur kein Geld, um da schon noch Fallen hinzusetzen. Einfach. 100% bereit. Gut. Aber die kommen jetzt eh erstmal nur von dieser Seite. Versperrt mir den Weg. Ein weiteres Tor wird angegriffen. Sie haben ein weiteres Tor durchbrochen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das klappt oder nicht. Ja, Dagobert.
Ich liebe Fallen. Hast du denn noch Geld für Barrikaden, damit wir hier dicht machen können? Ja, eine fehlt. Wie viel brauchst du? Fehlt dir an Geld? 300. Ja, okay. Jetzt geht's los! Kommen die jetzt schon von beiden Seiten oder nur von einer? I don't know. Ja, wir werden sehen. Ich baue die Bank gerade zwischendrin hin. Ja, ja, ist okay. Ah, die kommt von beiden, dann gehe ich hier hinten wieder hin. Die Feinde greifen an einer weiteren Front an. Weiteres Tor mit angegriffen. Sie haben ein weiteres Tor durchbrochen. Da kommen sie. Raum sind Feinde! Yeah, genau so. Groß oder klein, ich mach sie alle platt. Oh, perfekt. Ein weiterer Sieg, wie erwartet. So. Haben wir hier vorne schon mal relativ safe. Ja? Okay. Ich würde jetzt als nächstes dann die hinteren Seiten sicher machen, damit ja, du da die Leute runterwerfen kannst mit den Spruchfederfallen, ja? Oh, auf welcher Seite werfen die denn runter? Aktuell noch da, das mache ich gleich dicht. Aber ist okay. Die sind jetzt relativ nah. Ja, was du nicht sagst. Ja, ich muss hinten halt noch ein bisschen aufpassen. Das ist eher das Problem gerade. Hinten kommen sie nämlich jetzt gerade auch. Der macht mich tot. Das ist der letzte vorne. Kriegst du den? Dann kann ich nämlich nach hinten gehen. Ja. Hier hinten eine, schau mal. Wie aus dem da Lärm. Kommen weitere Feinde. So. Konzentriere mich auf die Seite. Oh Gott. Okay, die, komm, hier. Na, alles gut. Dafür habe ich die Schwefelfallen da. Wir brauchen jetzt hier auf jeden Fall Verstärkung. Das sagst du so einfach. Hier, ne? Hier fehlen nur noch Dinger. Schwefelfallen. Du gehst dir aktuell immer noch nur die eine Seite runter, richtig? Also, ja. Theoretisch, ja. Gut, 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 gut. Ja, das muss reichen eigentlich, ey.
kein Geld mehr. Wir brauchen jetzt die Fernkämpfer hier. Da kommen weitere Feinde! Mhm. Sagst du alles so einfach mit, wir brauchen mal die Fernkämpfer hier. Ja, wir brauchen jetzt die Bogenschützen, damit die hier mehr helfen. Das mit dem Ausbringen ist sonst ein Problem hier. Ja. Wohin des Weges, hm? Kommen auch jetzt von links, ne? Durch. Ja, es ist. Ein Kinderspiel. Ich komme hier nicht durch. Ich hänge hier fest in dem Ork. Sie betreten den Riss. Ach nee, ey. Ja, was haben wir jetzt anders gemacht? Wir haben das irgendwie. Also wir hatten so zu viel hinten schon gebaut. Was heißt denn zu viel hinten? Ich wollte halt, dass hinten nichts passiert. So, und die sind halt ganze Zeit hinten durchgekommen. Immer wieder. Da habe ich mich halt immer noch im Bein noch drum gekümmert. Jetzt kommt da hinten auf gar keinen Fall mehr einer durch. Das habe ich jetzt abgesichert. Ja, ja, gut, aber jetzt ist es zu spät. Okay, wir können ja doch von vorne anfangen, oder? Ja. Also ich musste hinten noch irgendwas tun. Weil ich habe mich sonst immer halb auf rechts und halb auf hinten konzentriert. Und das ist halt auch kacke. Okay, dann mache ich jetzt nur eine Barrikade in den Seitengängen jeweils. Warwick ist noch am Leben und sowas wie ein Superbösewicht. Und nachdem er verbannt worden war, fand er heraus, wie man diese roten Risse erschaffen und die Orks befehligen kann. Ja, das stimmt. Ich wusste, nicht so dass einfach typ, hier alles. Schilde führen würde. Aber hey, Cats, gute Arbeit, um zusammenzufassen, was immer die Zauberin sagen wollte. Danke. Ich meine, ich habe jetzt auf der linken Seite hier zwei Barrikaden mehr gebaut quasi. Vielleicht ein Problem. Dann würde ich das Geld investieren in den Bodenschutz. Ja, entweder das oder wir investieren das in weitere Federfallen, dass die weiter nach hinten auch noch ein bisschen was machen. Weißt du, damit wir die Seite vielleicht noch weiter ausdünnen. Ja. Könnte ja auch eine Idee sein. Okay, ich gehe mal eben runter. Schon mal. So sieht's aus. Ansonsten funktioniert's ja. Mehr oder weniger langsam. Ne? Kommt schon, ich warte! Da kommen weitere Feinde! Wenn wir jetzt hier spielen, kriegen wir dann wieder Schäden, richtig? Gehe ich von aus, ja? Vorsicht! Unsere Feinde sind erneut durchgebrochen! Ja, das würde ja bedeuten, wir können wieder investieren. Also ich kann dann vielleicht nochmal diesen Schwinger, Deckenschwinger kaufen. Ja. Ja, den habe ich ja theoretisch auch dabei, aber ich habe nicht das Geld dafür, weil ich ganz halt die Schwefelfallen noch baue und die Barrikaden, weißt du? Was anderes baue ich hier ja nicht. Jetzt zum Beispiel habe ich irgendwie weniger Geld als eben. Aber ist okay. So. Weiter geht's. Los. Ich habe jetzt hier noch nicht so viele Feinde gebaut. Da kommen weitere Feinde. Ja, was willst du machen? Finde ich alles gleichzeitig. Eins nach dem anderen. Unsere Feinde brechen an anderer Stelle durch. Vorsicht! Unsere Verteidigung wurde erneut durchbrochen. Da kommen sie. Ja, ja, alles gut. Diese Seite ist dafür clean. Da kann ich dir direkt da hinten helfen. Ja, alles gut, alles gut.
Ihr fucking Bogenschützen, die mich töten. Schnelle ist nicht das Ding, da habe ich schon was. Ich bin halt nur tot, ey. Alter! So. Dann baue ich jetzt schon mal die erste Absicherung für hinten. Die werden sie nicht kommen sehen. Ich versuche das. Ich hab so wenig Geld. Ich versuche das hinten jetzt mal anders, ja. Also gut, legen wir los. Das ein bisschen günstiger ist einfach. Vorne, die Mitte ist jetzt gar nicht so richtig abgedeckt. Ja. Ist ja okay, aber du hast ja Bogenschützen schon, oder habe ich das eben falsch gesehen? Ja, aber. Kümmere dich um hinter dir. Ich bin gesandt. Ich bin tot. Ich bin tot. Die Ficke haben mich gestunt, ey. Okay, okay, okay. Alles gut. Hab sie gerade noch abhalten können. Ja, aber jetzt nicht mehr. Sie betreten die haben mich gesandt. Das war das Problem. Sonst war's gut. Ja, sonst war's gut. Das glaube ich auch. Boah, ey! Drecksmap! Ich glaube, ich habe jetzt auch zu früh hinten schon zu stark aufgebaut. Ich bin zurück. Also ich hatte hinten jetzt schon zumindest die erste komplette Absicherung. Also nicht die komplette, aber schon eine sehr solide Absicherung. Ich glaube, das war zu viel zu dem Zeitpunkt. Das muss ich später machen. Und nachdem er geworden war, fand er heraus, wie man diese roten Risse erschaffen und die Orks befehligen kann. Ja, das stimmt. Ich wusste, dass dieser Typ was im Schilde führen würde. Aber hey, Kerls, gute Arbeit, um zusammenzufassen, was immer die Zauberin sagen wollte. Danke. Ich meine, wenn du Fallen über hast, ne, dann nehme ich hier gerne ein paar Schwefelfallen. Ja, mit Sicherheit habe ich Fallen über die ganze Zeit schon. Deswegen habe ich ja auch kein Geld und so. Da kommen sie! Naja, ich glaube, die Schwefeldinger sind gar nicht so schlecht. Ne, sind die auch nicht, aber die sind halt auch scheiße teuer. Ich glaube, ich hätte mehr Amulette mitnehmen sollen, weil ich baue doch eh die ganze Zeit nur Bogenschützen, Schwefelfallen und Barrikaden. Was anderes baue ich ja gefühlt gar nicht. Bin so mehr Amulette weit. Mitnehmen. Die alles Mögliche machen. Vielleicht auch eine Idee. Ne? Aber was für Amulette? Mana? Keiner. Genau, Mana-Regeneration, mehr Geld, alles. Sie haben ein weiteres Tor durchbrochen. Ich schaden kann's nicht. Und bevor ich die Slots mit Fallen vorhabe, die ich eh nicht baue, ne? Jetzt bist du nicht mehr so tough. Dieses Eisding finde ich auch gut, muss ich sagen. Die Eisfalle, ja, die ist geil, das stimmt. Los geht's! Bau doch die Falle, du Affe. Die kommen nicht von vorne. Da kommen weitere Feinde! Ich habe versucht, eine Falle hinzusetzen. Ach so. Ein weiteres Tor wird angegriffen. Oh, ich bin wirklich gut darin.
Vorsicht! Unsere Feinde sind erneut durchgebrochen! Da kommen sie! Okay, ich bin hier fertig, komm zu dir. Diese Eissachen gefallen mir auch gut. Ja, weil du dann viel mehr Schaden machst, das ist richtig geil, ja. Brauchst du halt nur Mana as fuck. Komm zurück. Helle. Ich brauche eine größere Herausforderung. Natürlich haben wir gewonnen. So. Wie viele Schleuderfallen hast du denn jetzt? Eine ganze Menge, okay. Ich fange jetzt an mit Bogenschützen, würde ich sagen. Der perfekte Platz. Ja, ist okay. Bau mal einen Bogenschützen. Die sind hier gar nicht so schlecht, glaube ich. Es gibt keinen besseren Platz. In Runde 4 habe ich den ersten Bogenschützen. Ich teste jetzt wieder. Ich habe jetzt hinten einfach zwei Bogenschützen hingesetzt, die auch nach vorne schießen können, aber die dann halt hauptsächlich nach hinten schießen. Vielleicht reicht das schon als Absicherung, weil die können da ja die kompletten Gänge entlang schießen, weißt du? Oh fuck. Ich muss mich auf die Seite konzentrieren. Also weiß ich halt nicht, ob das hinten reicht. Ne? Kann sein, muss halt nicht. Das war einfach. So, jetzt ist nur noch hinten was. Das machen die Bogenschützen aber gut. Da habe ich jetzt zwei Stück hingesetzt. Das ist halt günstiger, weißt du? Und kleinere Sachen können die da relativ gut. Das lasse ich erstmal so. Ja. Perfekt platziert. Sieht gut aus. Da kommen weitere Feinde. Wir müssen nur gucken, wenn du dann irgendwann Schleuderfallen auf die andere Seite baust, dass ich dann da noch jemand hinsetze. Zwei Stück auf die linke Seite. Ja, da, wo die jetzt aber auch schon hingeworfen werden. Das ist nicht das Problem. Nur vielleicht später, wie gesagt, wenn da keine mehr kommen sollte. Apropos kleine, die kommen auch von hier jetzt. Das habe ich übersehen. Aber hinten, das klappt. Das regeln die Bogenschützen. Jetzt mal no shit. Ich guck mir das an, das regeln die. Das schaffen die. Auch gegen mehrere, die, wenn da jetzt welche kommen. Noch ein Sieg. Das ist ganz gut so. Ja. Ich bin fertig. Ich überlege gerade, wie ich es jetzt am besten mache gerade. Alle drei Seiten. Der perfekte Platz. Na dann, das wird ein Spaß werden. Das wird ein Spaß. Ich habe hier eine von deinen Dingsfallen abgerissen. Kannst du die vielleicht neu bauen? Weil ich will hier den Gang, wenn die da schon so gestackt sind, auch mehr Fallen in den Namen, weißt du? Das wird klappen. Und ich baue Fallen, aber nicht dahin bauen, wo du ruhig die Tendenz hier runterwerfen kannst. Es gibt keinen besseren Platz. Aber ja, passt schon, alles gut. Wie gesagt, wenn die so gestackt sind, finde ich das aber gar nicht so verkehrt. Genau, wo ich sie wollte. Mal gucken, ob das vorne jetzt so klappt.
gerade hier an der einen Seite, wo wir jetzt noch keine Fallen haben zum Runterschicken. Das ist die Seite, die mir eigentlich am meisten Sorgen macht jetzt. Genau. Oh, der ist runtergefallen, ne? Lebt der noch? Weil dann muss ich da hin eigentlich. Das weiß ich nicht. Ja, der lebt noch, da muss ich hin. Sonst tötet jetzt er mir die Bogenschützen. Ja, aber warte noch ein Momentchen mal. Kann ich nicht. Gut. Ich bin jetzt hier alleine nicht geregelt vor der Türe. Ja, ich bin ja da. Ich weiß nicht, was wir machen sollen noch. Ich habe keine Idee mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob du da an der Stelle nicht zu weit weg warst. Ja, sonst wären hinten alles durchgekommen, weil die Bogenschützen gestorben wären. Weißt du? Weil lass jetzt die Runde mal zu Ende spielen für ein paar Punkte. Ja. Es sind ja echt scheinbar echt nur Nuancen. Hätten wir den Gnoll jetzt zum Beispiel nicht runtergeworfen, hätte ich nicht weggehen müssen, weißt du? Das sind ja Kleinigkeiten, wofür wir ja nichts können, aber... Das hat's, glaube ich, jetzt zum Beispiel ausgemacht in diesem Fall. Da kommen weitere Feinde! Kommt jetzt von hier der Gnoll. Schaut euch das an! Gut. Hey, das ist natürlich. Ich glaube, das hier ist auch viel konstruiert. Wieso? Ich muss jetzt nochmal gucken, weil. Die Fallen werden so oft und so schnell alle hintereinander ausgelöst. Ich glaube, das macht gar keinen Sinn mehr so. Inwiefern? Naja, hier ein Typ, der hier durchläuft, löst eben drei Fallen aus. Das okay. Ist halt ja, das ist Kacke, das stimmt. Hinten ist das aber ganz gut so. Das klappt sehr gut. Oh, ich bin wirklich gut darin. Ich hoffe, das funktioniert. Ich liebe Fallen. Ich glaube, das ist mir zu viel. Ich glaube, das ist das gleiche Prinzip. Das ist zu viel auf einen Fleck. Naja, die machen ja nicht... also die machen auch dauerhaften Schaden, aber die machen ja auch jedes Mal, wenn einer drauf springt, Schaden richtig derbe. Deswegen. Ja, aber das Ding ist, die müssen sich ja auch zurücksetzen. Und wenn da einer drauf fällt, dann löst er die Falle halt aus. Also es ist ein bisschen wie bei mir hier am Haupteingang. Da zu viel auch zu eng beieinander ist. Davon. Oh, geht ja nicht. Du bist tot. Ein Kinderspiel. Ja, und hinten ist... Also hinten mache ich das mit dem Bogenschützen ist besser. Das klappt ganz so gut. Einfach zwei bis drei Bogenschützen hin und gar keine Probleme gehabt, außer mit dem Gnoll. Denen haben wir es gezeigt. Evergarlich. Ja. Okay, 5. Kann ich jetzt die... Habe ich die gekauft? Ah, nein, aber kann ich jetzt kaufen. Würde ich die mal auch noch mit ausprobieren. Okay.